So, und da sind wir auch wieder in Folge Nummer 4 von Half-Minute Hero. Labern wir mal wieder mit den Leuten. Das hast du gut gemacht. Naja, das kennen wir schon. Gewusst wie, rüste dich mit einem Schild aus, um weniger kritische Treffer abzubekommen. Haben wir. Ich liebe es, per Schiff zu reisen. Am liebsten würde ich die ganze Welt umsegeln. Na, das ist ziemlich nutzlos. In dem Wald vor uns scheint es nur so von Insekten zu wimmeln. Aha. Wir werden es also mit Insekten zu tun bekommen. In Höhlen und Wälder. Und ab hier spiele ich blind. Höhlen und Wälder. Anaphyx. Okay. Ich bin die Insektenkönigin. In diesem Fall ein Bösewicht. Ah ja. Ihr Menschen macht euch immer lustig über uns Insekten. Dafür werde ich eure Welt in Schutt und Asche legen. Was habt ihr nun von eurer Arroganz? Hey! Der Bösewicht beginnt die Zerstörungsmagie zu wirken. Dieser Bösewicht nennt sich die Insektenkönigin und ist in der Lage, fiese Insekten zu konzentrieren. Durch die Höhle gelangt man schneller zur Burg des Bösewichts. Das ist quasi eine Abkürzung. Du kannst aber auch die Küste entlang gehen. Und die Brücke überqueren. Ach ja, noch ein wertvoller Tipp für, nur für dich. Es gibt da jemanden, der hat etwas ganz Tolles erfunden. Eine echt wirksame Waffe gegen Insekten. Ich bin mir sicher, wenn du die Waffe findest, wird das für dich der reinste Spaziergang. Viel Glück, Held. Ja, wir gucken mal. Der Holzfäller am Zelt. Ganz im Westen hat ein Item, das Insekten nur platt macht. Aha. Pferd können wir uns hier holen, wir haben aber keine 120 Gold. Mit einem Pferd kommst du schneller voran. Uns einen Lederhut holen. 100 Gold. Ich hätte aber lieber Dings gehabt. Nee, den holen wir uns mal nicht. Ich laufe mal hier in die Stadt. Auf jeden Fall was. Haut wollte ich haben, auf jeden Fall. Das ist gut. Die Monster in der Höhle im Süden sind stark. Wenn du dich hineintraust, sei auf der Hut. Holzschild. Na, wir bleiben mal bei unserem. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ah. Ah. Haut im Zelt. Haut im Zelt. Zelt. Nein, Zelt. Ach, scheiße, hier ist keine Statue zum Beten. Ich glaube, wir versagen. Die Fliegenklatsche macht jedes Insekt im Nu platt. Selbst wenn es dabei um ein Bösewicht handelt. Aber sie hilft ausschließlich gegen Insekten. Pass also auf, wenn du gegen wen du kämpfst. Wir schaffen es aber nicht mehr dahin. Niemals. Niemals. Vorbei. Es ist soweit. Es geht um eure Welt, ihr törichten Menschen. Soll sie vergehen? Noch einmal versuchen. Ja, bitte. Weiter. Kennen wir alles schon. Ich muss das zum Überspringen. Ganz im Westen. Wir müssen uns das Pferd wohl doch nehmen. Kämpfen wir mal. Los! Dann haben wir genug Gold fürs Pferd. So. Dann kämpfen wir hier eine Weile. Dass wir genug Gold haben. Haut. Jetzt. Sollten wir das aber schaffen hier. So, gib her die Fliegenklatsche. Und dann. Nein.
Analogstick zu steuern, ist nicht so. Und hier. Das ist ja eine Fliegenklatsche. Sieh an. Wir haben hier einen Insektenhasser. Macht ihn fertig. Geschafft. Ein Insekt als Bösewicht. Ich muss wohl einen anderen. Muss wohl einen an der Klatsche gehabt haben. Quest geschafft. Ja, das war nochmal die richtige Taktik jetzt. Werter Reisender. Insektenfreund. Danke, dass du diesen ekligen Bösewicht niedergerungen hast. Endlich sind diese Krabbelfiecher Geschichte. Hier ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Macht's gut. Knüppel. Jetzt kommt so ein Knüppeldick. Naja, um mal ganz ehrlich zu sein. Ich kann Insekten auch nicht ausstehen. Wie auch immer, das war gute Arbeit. Gut gemacht, Held. Wer dieses Geschmeiß nicht dann hindert zu zaubern, hat aber auch einer eine Klatsche, was? Okay, der war schlecht, ich geb's zu. Wie dem auch sei. Weiter, weiter, immer weiter. Da springen wir wieder vor. Neuer Rekord. Das ist das erste Mal, dass ich das gespielt habe. Inhalt wird gespeichert. Held hat erneut die Welt gerettet. Mit seiner Karawane setzt er seine Reise in neue Lande fort. Welcher Bösewicht wird Held als nächstes erwarten? Nächstes Mal war Held 30, Wächterin des Waldes. Und damit natürlich wieder tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.